Hallo Leute und herzlich willkommen zu Formel 1 2020 hier in Großbritannien. Genau, wir werden jetzt gleich das Qualifying fahren. So, kann ich eigentlich schon mal drücken. Ich habe die KI jetzt, sie war vorhin 40, jetzt ist die 50. Ich weiß nicht, ob es schlau war, so viel aus umzustellen. Wir werden es sehen. Ich hoffe, ich kann trotzdem irgendwie unter die Top 10 fahren im Qualifying. Dann wäre mir schon viel geholfen, sage ich mal. Und ja, wir gucken jetzt mal, wie das so läuft. So Leute, es geht ja auch direkt wild los. Großbritannien bin ich schon mal auf Bark gefahren, deswegen kenne ich die Piste so ein bisschen. Zum Glück. Oh shit, Alter. Ja, okay, ich glaube, wir werden wesentlich schlechter abschneiden als in den letzten Rennen. Also jetzt im Qualifying, schlussendlich kann ich es noch nicht sagen. Werden wir dann sehen. Okay, ich muss mich jetzt ein bisschen konzentrieren, sonst gibt es wirklich noch Unfälle. Okay, ja, wir fahren jetzt einfach mal. Oh, scheiße, ich habe gerade auf meine Mauszeige geachtet. Warte mal. So, jetzt ist er weg. Weil ich glaube, das fuckt auch ziemlich ab in der Aufnahme, dann, wenn er die ganze Zeit im Mauszeiger drin ist. So, aber jetzt konzentrieren. Jo, das war's. Das war's, Digga. So ein dummer Ausrutscher. Ich bin ein bisschen weit aufs Gras gekommen, musste abbremsen, weil es mich sonst ja rausgeschmissen hätte gefühlt. Ja. Jetzt hier die Platzierung. Vielleicht können wir noch ein bisschen was holen. Komm schon, oh, siebter. Okay, siebter geht sogar noch klar, ist noch in den Top 10, aber. Eieiei. Mann, wäre diese doofe Ausrutsche nicht gewesen, dann hätte ich wahrscheinlich besser gekommen. Naja, egal, wir machen das jetzt so. Okay, Leute, wir sind jetzt hier wieder in unserem Cockpit. ja, ihr seht wieder, das ist ein bisschen bewölkt, das sollte sich aber noch ändern und glaube ich, Regen sollte es auch nicht. Laut Wetterbericht. Mal sehen, ob das dann auch so ist. Wir starten jetzt auf jeden Fall das Rennen. Wünscht mir Glück. So Leute, ich versuche hier außen rum zu wieder überholen. In der Hoffnung, ja, dass ich gerade ein paar Platzierungen gut machen kann. Oh, Leclerc, Alter, was machst du denn? Junge, ich habe so Angst um meinen Frontflügel, ey. Das ist eigentlich. Ich hoffe, der geht nicht kaputt, ey. Ah, ja. Da ist schon die erste Schädigung. Toll. Eieiei, das kann lustig werden, Leute. Okay, wie ihr seht, ich bin gerade, ja, okay, jetzt sieht er wieder da vorne, ich war vorhin relativ nah an Alexander Albon. Ich versuche ihn jetzt zu überholen, möglichst schnell mal, damit wir einen weniger haben vor uns, der uns nervt. Alter, Leute, ich glaube, wir müssen aber die KI wieder ein bisschen zurück machen. Ich meine, ich bin jetzt bei der sechsten Runde, die ziehen mir immer mehr davor. Okay, die hatten aber gerade irgendwie einen Unfall oder so. Hey, geil, was ist denn passiert? Der Verstappen. Er ist ausgeschieden, okay. Meine nice für uns. Okay, jetzt müssen wir Elben eigentlich hier wieder überholen. Das wäre schon ganz nice. Okay, Leute, wir sind jetzt Erster. Für das Geld, für das Zusatzgeld, das wir von unseren alten Sponsoren bekommen, muss ich das ganze drei Runden halten. Deswegen versuche ich jetzt noch möglichst lange einfach hier Erster zu bleiben. Und jetzt noch ein bisschen. Oh, der Teammate ist auch gerade in den Boxen gesessen. Gut, dann muss ich jetzt dann in der nächsten Runde dann in die Box wahrscheinlich. Ja, ich fahre mal noch, solange es eigentlich gut geht. Und solange ich eigentlich noch Plus mache bei den Sekunden. Sobald ich merke, dass ich so ein bisschen Minus mache immer pro Runde, dann gehe ich direkt rein, weil sonst, ja, verschwendet nicht zu viel Zeit. Mein Grip könnte jetzt danach lassen. Wir könnten versuchen, ah ne, scheiße, wir müssen ja mindestens einmal Reifen gewechselt haben in einem Rennen. Scheiße, ich dachte gerade, wir könnten das Rennen einfach auf diesen fertig fahren. Aber das ist nicht unbedingt die beste Idee und ich glaube, wir gehen rein, denn wir nehmen immer mehr. Also, ja, der Hintermann war vorhin einmal noch 14 Sekunden, jetzt ist er 13 Sekunden. Ja, jetzt gehe ich einfach Vollgas hier in die Boxengasse. Alter, wieso ist das denn hier so langsam? Alter, wir haben schon so früh, ja moin. Wir werden danach gefühlt letzter sein. Oh Gott, Alter, vor allem, wir müssen ja auch noch den Frontflügel wechseln. Hä? Das war doch gerade. Ah ne, das war von McLaren. Ja, sehen ja fast gleich aus. So, kommt Leute. Bitte gebt ein bisschen Gas. Das braucht so lange, ey. 6 Sekunden. Oh, ja, wow, jetzt bin ich wieder Sechster. Was? Geil, ich versuche jetzt einfach noch eine möglichst gute Position hinzubekommen. Scheiße, ey, das ist ja übel schwierig jetzt. Oh, let's go, Leute. Ich habe gerade noch die schnellste Runde gefahren. Das ist sehr gut. Dann bekommen wir zumindest da nochmal besser mehr Punkte. Falls wir keinen Podestplatz mehr schaffen, was sehr wahrscheinlich der Fall sein wird, weil das die zweitletzte Runde ist. Lol, nochmal eine schnellste Runde, alles klar, Digga.
Ja, finde ich geil, Alter. Zumindest das. Okay, Leute. Wir sind jetzt in der letzten Runde schon ein ganzes Weilchen eigentlich. Naja, auf jeden Fall. Wir haben, glaube ich, ein gutes Rennen abgeliefert. Insofern wir jetzt nicht nur einen Unfall bauen oder so. Ja, auf jeden Fall, als ich auf der Box gekommen bin, das war irgendwie in der 10. Runde, glaube ich, war Alvin 8 Sekunden vor mir. Mittlerweile ist er nur noch 4,6 Sekunden vor mir circa. Das heißt, wir haben auf jeden Fall die Hälfte wieder gut gemacht. Also, so schlecht sind wir halt wirklich nicht geworden. Nein, das kann nicht wahr sein. Jetzt hat er mir noch die schnellste Runde geholt. Boah, Bruder, so asozial. Also jetzt mal ganz ehrlich, als Rennsieger und alles, krasse. Natürlich schnappt er mir auch noch die beste Rundenzeit. Das glaube ich ja nicht. Boah, so behindert, ey. Wir hätten zumindest da noch Punkte bekommen für gegen Hamilton. Och Mann, ey. Oh Leute, ich bin nur noch ein Punkt in Führung. Das ist so kritisch. Okay Leute, das war's mit dieser Folge Formel 1. Ich würde aber sagen, die Schwierigkeitsgrade lassen wir so, dann haben wir auch noch wirklich so eine kleine Herausforderung, wenn nicht immer nur Erster, dann müssen wir richtig drum kämpfen. Ja, ich würde sagen, das war's mit dieser Folge. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao! Twisted tiles beneath our feet.